Wir hätten dreierlei Samen. Wir gucken einfach mal. Pflanzen. Ja, wir machen erstmal Karotten, ne? Die. Achso, ich brauche 4 Stück für ein Feld, oder was? Wohl. Und Rüben. Ja gut, da ich schon mal 4 mitgenommen habe. Das war jetzt mehr Zufall. Ich hatte eigentlich gehofft, wir können vielleicht mehrere Felder damit machen. Aber das, wir haben jetzt alles verballert, ne? Okay. Da bin ich mal gespannt. Müssen wir das irgendwie gießen? Hm, wir haben gar nichts zum Gießen, ne? Energietrank. Ne, haben wir. Haben wir nicht. Ah ja, mit Sarumwasser doch immer wohl. Kann ich den jetzt hier? Ah, den kann ich hier unten reinpacken, alles klar. Ja. Ah, okay. Kann ich 2 direkt hochholen? Ah ja, cool, kann ich. Sehr. Ja, jetzt fängt es natürlich an zu regnen. Ist egal, ich habe keine Ahnung, ob das hier funktioniert. Wir bessern trotzdem mal. So. Auch wenn es jetzt regnet, wer weiß, ob das, ich denke mal, viel wird automatisch besser bei Regen. Aber keine Ahnung, wir probieren es einfach mal aus. Ich hole mir jetzt 6-mal Wasser, da haben wir direkt mal Vorrat. Es sind wieder Glühwürmchen, müssen doch irgendwie, muss es doch gehen. Dass wir eine Art, weiß ich, Netz oder sowas produzieren, Köcher, wie sagt man? Das habe ich nicht, ne? Das haben wir nicht zufällig irgendwie mal, nein, haben wir nicht. Exhumierungserlaubnis. Oh, den müssen wir auch nochmal. Oh. Den exhumieren wir ab morgen, am nächsten Tag. Können wir irgendwas machen hier, ne? Hier, Werkbank. Wir gucken da mal. Oh, hier kommt man auch nichts machen, ne? Oder? Oh, die Eisenrüstung. Für brauchen wir Leder noch. Was macht man eigentlich mit dem Eisenmeißel? Ist das nur für die Haus... Haus. Die Holzverarbeitung? Was kann der? Ja, wir brauchen aber eigentlich das Steinzeug für das Reparaturzeug für Steinzeug. Hölzerner Amboss. Hier kann man Nägel herstellen. Eisenstücke. Brauchten wir noch Eisenstücke? Wir brauchten welche, aber brauchten noch Lehm, war das Problem. Sind das eigentlich bessere Werkzeuge, wie wir die haben? Axt 1, Schaufel 1. Was haben wir denn hier? Rostige, ja, sind sie. Okay. Ob wir damit schon mehr fällen können? Ich glaube nicht, ne? Ohne Technologie wird das wahrscheinlich nichts. Wir brauchen auf jeden Fall Eisenstücke. Komm, wir machen mal 2 Eisenstücke. Ich hoffe, ich mache jetzt kein Mist, so. Wir wollen eine Axt. Ach, Energie ist alles klar. Ich denke, darum geht es nicht weiter. Ja, dreht ein. Tretet ein, bringt Glück herein. So. Ich wäre dafür, dass wir ein besseres Bett bauen, wie bei Sims. Vielleicht geht das dann schneller mit der Energieerholung. Oder Ausdauererholung, keine Ahnung. Ich fühle mich so erfrischt. Ja, das ist jedes Mal so. Täglich grüßt das Murmeltier. Was haben wir jetzt? Ach, der Inquisitor, ich habe ihn gerade gesehen. Blablabla, Hexenhügel. Hat man auch schon. Ja, komm. Ruhig dich, ich werde ihn ablenken. Wir haben keine Ahnung, wir kommen da wahrscheinlich noch gar nicht hin, deswegen ich werde gar nicht erst gucken gehen. Haben wir schon mal probiert. So, wir bauen uns unser Werkzeug. Tada! Wir wollen eine Schaufel haben, aber sowas von. Die Sachen hätten eh bald repariert werden müssen. Wollen wir uns direkt die bessere nehmen. Und eine Spitzhacke geht nicht. Bräuchte noch einen Eisenbarren. Nochmal hier. Wir brauchen Eisenbarren, alles klar. Haben wir noch Eisenerz und Kohle? Eisenerz haben wir. Ich ja. Ach komm, nehmen wir 6 mit. Haben wir überhaupt Kohle noch? Und keine Kohle mehr, ne? Ach Quatsch, Kohle. Wir brauchten noch Holz. Oh, gar keine Kohle. Wir konnten noch gar keine Kohle abbauen. Das war Holz. Holz haben wir dabei, das sollte doch gehen. Wir gucken mal, wie wir bekommen.
Wer hat denn für 90? So, ich hoffe, das klappt jetzt. Ich habe kein Mist gebaut. Okay, so. Dann gucken wir das mal. Oh, ich habe die Schaufel gar nicht aufgenommen. So, zack. Dann gucken wir mal gleich. Ich wechsle mal ganz kurz die Sachen aus. Wir hatten ja eine Schaufel und hier. Schaufel 1. Mal gucken, was das für einen Unterschied macht. Energieverbrauch bleibt bei minus 1, habe ich gerade schon gesehen. Hier. Werkzeugeffizienz 100%. Gut, also wir haben auf jeden Fall eine bessere Effizienz. Das ist doch schon mal was. So, dann packen wir uns direkt wieder hier rein. Ich sehe schon, wir müssen jetzt langsam auch eine neue Truhe bauen. Und zwar hier, ne? Truhen müssen wir hier bauen. Kiste, da ist es doch schon. Kiste braucht man natürlich Nägel für. Wer hätte es gedacht? Ah, da sind wir ja schon dran. Balken. Balken. Da mussten wir zum Sägetisch, ne? Da sind Balken, dafür brauchen wir natürlich erstmal Holz. Haben wir kein Holz mehr? Ne, wir haben kein Holz mehr. Hier ist der Lagerplatz. Wir könnten noch Keile, wobei Holzscheit haben, okay. Gut, gut, die können wir nicht fällen, ne? Die gingen nicht. Ne, die sind noch gesperrt. Ich hab's gesehen, es ist gesperrt. Dann holen wir uns diese hier doch, oder? Die gehen. Jawohl. Gib alles. Das war jetzt nicht so ergiebig. Mal gucken. Wir brauchen jetzt zum Glück auch nicht so viel. Wenn es so weit geht, haben wir bald kein Holz mehr hier, ne? Wir verkriegen gut Punkte dafür. Den dritten holen wir uns auch noch schnell. Hält sich auch in Grenzen mit der Energie oder mit dem Energieverlust, den wir haben. Ich denke mal, es wird jetzt auch aufgrund der höheren Effizienz besser sein. Die Spitzhacke oder Pickaxe müssen wir machen. So. Balken war das, ne? Wir machen einmal Balken. Das kostet Energie, ist klar. Zack. Machen wir das. Oh. Wir brauchten aber noch Nägel, ne? Das war... Genau. Nägel und einfache Eisenstücke. Aber hier haben wir noch nichts, was wir mitnehmen können. Da müssen wir noch warten. Das dauert noch ein Stück. Ja, gut. Nun gut. Ah! Haben wir nur einen gemacht jetzt? Das ist schlecht. Wir mehr machen. Gib alles. Wir könnten ja 12 Stück machen. So, dafür brauchen wir natürlich 360 Minuten. Das ist das Kohle, ja. Einmal haben wir. Wir müssen brennen. Von Holz scheite, ne? Bevor ich mir jetzt so tue. Brennholz. Wir müssen hier hacken. Brennholz können wir zweimal machen. Komm, machen wir direkt. Wenn wir das schaffen von Energie. Ah, knapp. So. Wir. Achso, können wir jetzt noch einmal beladen. Okay, 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 okay. Wir haben 250 Minuten. Teilschrott. 250 Minuten. Ja, komm, mach mal 8 Stück. Immerhin. Besser als nichts. Dann können wir uns nochmal schnell ein Bäumchen klöppeln. Obwohl, wir haben noch, komm. Reicht. Wir können ein paar Nägel herstellen hier. Wir brauchen Nägel und von den Beschlägen einmal. Beides geht leider nicht, ne? Ne, da brauchen wir noch einmal einen Eisenbahn für. Da kommen wir links eben mal kurz pennen. Vielleicht hat sich bis dahin schon irgendwas getan. Mich würde auch interessieren, ob wir weiter im Keller kommen. Mit diesem Snake oder wie der Typ heißt, wenn wir. Von dem können wir ja wohl dieses gefälschte Siegel bekommen, damit wir endlich mal unser Fleisch verkaufen können. Oh, wir sollten gucken, ob wir eine neue Leiche bekommen haben, fällt mir gerade ein.
War jetzt gar nicht an dem Tag gucken, nicht, dass die schon da halb wegverrottet ist auf gut Deutsch. So, nehmen wir schnell die Metallbar mit. Nee, aber nicht. Ja, das habe ich auch noch nicht ganz raus. Wann immer neue Leichen kommen und ob das zufallsmäßig irgendwie ist, keine Ahnung. Nein, nein. Da will ich hin. Wir bauen uns einmal Nägel. Und eine neue Kiste. Einmal eine Kiste, bitte. Wollen wir die hier hinsetzen? Ach, wegen der... Nein. Wegen das Drehen denn jetzt? Ja, okay. Und die müssen natürlich bauen, ist klar. Da kann nicht verkehrt sein, wenn wir das schon mal ein bisschen auf Vorrat machen. Ein bisschen einen Blick haben, bevor wir nachher Probleme oder bevor ich nachher Probleme bekomme. Kenn mich doch. So, wir wässern unser Feld. Ich hoffe, das ist so richtig, was ich hier mache. Ah, sieht doch ganz gut aus, oder? So, dann hätten wir hier noch Bäumchen, dann machen wir später. Mal ganz kurz, ob wir hier noch irgendwas machen können. Ich weiß, wir brauchen Steinreparaturwerkzeug, aber wir könnten hier die Bäumchen zum Beispiel noch fällen. Minus 3. Ich will unbedingt hier weiterkommen. Den können wir zumindest noch fällen. Ne, können wir auch nicht fällen. Oh. Ja, die ist recht nicht. Wollen wir die wegmachen? Ja, die gehen wunderbar. Immerhin. Guck mal, dass wir gleich, wenn wir dann unser Eisenbarren, Metallbarren haben, dass wir uns dann noch die Spitzhacke bauen da. Immer weg mit dem Zeug. Gut, das ändert zwar nichts an der Qualität, aber was soll's. Wir kriegen Punkte und was? Oh, da können wir die Technologien freischalten. Wir müssen unbedingt die Kirche ans Laufen kriegen. Also auf plus 5 meine ich, war das kommen. Damit wir diese blauen Punkte bekommen können. Diese spirituellen Punkte oder wie auch immer. Wo die eigentlich auch bauen? Ne, das geht nicht, okay. Was von außen machen auch nicht, ne? Reparieren irgendwie? Na gut. Ja, sonst kommen wir nicht richtig weiter, ne? Ich würde auch gerne hier diese Feuerbestattung machen. Dafür braucht man aber auch diese spirituellen Punkte. Na gut, wir gucken mal. So, einen Barren haben wir. Dann können wir uns doch mit Sicherheit jetzt auch das letzte, letzte fehlende Werkzeug bauen. Hab ich den habe ich eine Aufgabe gegeben? Nee. Nee. Aber wenn nicht absichtlich. So, ich will die Spitzhacke noch bauen. Ah. Da war mal zur Quatsch. Ich muss doch hier hin. Nein. Da. Kann ich auch, nee. Was fehlt mir jetzt? Nägel, ne? Ne, Beschläge. So einfache... fehlt jetzt natürlich wieder ein Metallbarren oder Eisenbarren. Ach ja. Na komm, geh mal eine Runde pennen. Die Energie ist eh bald weg. Dann sollte das doch jetzt gleich klappen. Dann können wir direkt nochmal das... unser Pflanzenbeet wässern. Dann können wir vielleicht den Auftrag schon mal zumindest irgendwie, ich fühle mich so erfrischt, so zu Ende bringen. Hätte doch was. So, wir gucken. Da haben wir wieder einen Metallbarren. Oder einen Eisenbarren. Da wollen wir hin. Wir wollen, oder ich will, die Spitzhacke bauen. Mach hin. Haben wir das auch? Wunderbar, wunderbar. Ich, können wir die, komm, wir... Nicht genug Ressourcen. Was brauchen wir denn dafür? Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen... Oh. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen können, wenn ich ehrlich bin. Eisenmeißel. Können wir dann vielleicht Skulpturen? Ach komm, wir probieren es einfach aus. Was brauchen wir? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Beschläge. Wir haben noch, oder?
Ne, haben wir nicht. Ah. Oh. Okay, das als nächstes machen wir den Meißel. YouTube. So, wir. Nehmen die mal kurz raus. Wir packen die da hin. Grabstein können wir eigentlich auch rüberbringen. Ach genau, wir wollten den Typen ausbuddeln. Das fällt mir wieder ein. Das dauert eh noch. Dann buddeln wir den doch direkt mal aus. Da hier unten rechts das Grab, ne? Wenn ich mich recht entsinne, war es unten rechts. Und, kann man das eigentlich eingucken? Das war Gary, ne? Oder ne, dieser eine Geist war das. Der hier, Jorik. Mit Stimmung, Geist mit Stimmungsschwankungen. Esel, Gary, hol eine Flasche Wein. Pass auf, dass der Inquisitor nicht nach Gary sucht. Ja, witzig. Ich meine, wir müssen den hier unten ausbuddeln. Wir machen das einfach mal. Vielleicht haben wir da noch einen Minuspunkt weg. Exhumieren. Um eine Leiche exhumieren zu können, benötigst du eine Exhumierungserlaubnis. Habe ich ja. Möchte ich die? Ja, ich möchte. Und jetzt? Jetzt haben wir minus 2. Ja, toll. Das hat es jetzt vollgebracht. Wir schmeißen den einfach mal in den Keller da jetzt rein. Wir hatten noch eben Blut freigeschaltet und so. Ich weiß auch noch nicht, wo... Ach, jetzt habe ich da eine Leiche drin, oder was? Achso, nee, weil ich die in der Hand habe. Okay, ich wollte gerade sagen. So, hier müssen wir auch mal gucken, ob wir weiterkommen, ne? Fällt mir gerade so ein. Na gut. Würde mich auch interessieren, wo es hier hingeht. Autopsie. Ich habe keine Ahnung, was uns das bringt. Ne? Wir nehmen Fleisch raus. Ich würde sagen, wir machen einfach mal alles, was geht. Ja, wir wollen Blut entfernen. Keine Ahnung wofür, aber ich mache es einfach. Ja, fett. Klar, raus damit. Energietechnisch müsste das hinhauen noch. Haut, klar. Schädel, aber sowas von. Hau raus, das Ding. So, und jetzt das haben wir eh noch Knochen. Ja, wollen die Knochen entfernen. Mehr geht dann eh nicht. Mal gucken, was passiert. Haben sie auch hinbekommen, ne? Oh, Knochen kriegen wir einen Punkt. Unbekanntes Körperteil. Einfügen. Ach, das können wir wieder... Okay. Wir können Sachen einfügen. Leiche nehmen. 99% Leiche nehmen. Hi, Gary. Ja, komm. Wir müssen erst den Wein besorgen, sonst quatsche ich mit uns. Jetzt ist die Frage, sollen wir den einfach mal über Bord werfen? Oder soll ich den wieder zu verbuddeln? Bringt ja nichts. Er hat ja auch so viel Unruhe gestiftet. Ich meine nämlich, wir können die doch auch. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn wir das machen. Tschüss, mach's gut. Auf dass du unseren Friedhof nicht mehr behelligen wirst. Was glaubst du eigentlich, was du da machst? Ach, keine Ahnung. Ein Geist hat mich gebeten, diese Leiche loszuwerden. Und du machst einfach, was fremde Geister dir erzählen? Der kann dir doch gar nichts anhaben. Haha, mit welchem Körper denn? Ich allerdings kann dich zu Tode beißen, während du schläfst. Natürlich würde ich sowas nie tun, weil wir doch Freunde sind, aber du verstehst, was ich damit sagen will, oder? Nun ja, also wenn du mich fragst, ist der beste Weg, eine Leiche loszuwerden, sie zu verbrennen. Ja, ist was dran. Wie kann ich eine Leiche verbrennen? Weißt du was? Du bist einer dieser Typen, die viel klüger aussehen, als sie eigentlich sind. Danke. Genau das meine ich. Hä? Du brauchst Holz und Feuer. Es ist nicht ganz einfach, das ganze Ding bis zur Asche runterzubrennen. Wo kann ich sie verbrennen? Du brauchst einen ruhigen Ort, so wie den, an dem ich meditiere. Geh vom Friedhofseingang aus über die Straße bei der Klippe, ja, da waren wir ja schon. Weißt du, wohin dieser Fluss fließt? Der Fluss, der fließt in Richtung der Stadt, glaube ich. Oh. Ja, das ist ein bisschen suboptimal, aber vielleicht wird schon gut gehen. Ja, einmal kommt man es machen. Hier können wir, aber wir können das immer noch nicht bauen, ne? Kann man das jetzt bauen? Nein, können wir nicht bauen, ist ja klar.